Moin Moin meine lieben Edelmetallfreunde und willkommen zurück hier bei mir auf meinem Kanal. Ich bin der Silbermatze und schön, dass ihr eine weitere Runde bei meinem Format eingeschaltet habt. Ja, liebe Freunde, heute habe ich ein sehr, sehr interessantes Thema für euch vorbereitet. Dieses Thema baue ich ja auf, das habt ihr mitbekommen. Ich habe ja mir einen kleinen, ziemlich sarkastischen Scherz erlaubt, das wisst ihr alle, indem ich gesagt habe, auf den Dollarschein steht nicht, oder stand früher nicht in God we trust, sondern in Gold we trust. Das habe ich ziemlich bewusst gemacht, denn damit will ich, oder wollte ich, ja, eine gewisse Sensibilität schaffen. Und auf dieses Thema baue ich heute auf, ihr dürft also sehr gespannt sein. Jetzt ein paar Worte zu dem Gold- und Silberpreis. Meiner Meinung nach, das ist aber nur meine persönliche Meinung, finde ich, dass der Goldpreis immer noch sehr, sehr mächtig ist. Ja, also ich finde jetzt trotz dieser kurzen Abwertungsphase hat sich jetzt wieder etwas erholt auf ca. knapp bis zu 1700 US-Dollar. Da tümpelt der im Moment, wenn man das so formulieren darf, ja, so vor sich hin. Ist natürlich ganz klar immer noch ein recht krasser Goldpreis. Ja, und Silber, mein Gott, Silber ist halt momentan noch etwas, ja, in der Outperformance, wenn man so will. Nichtsdestotrotz kann ich das nur jedem nahelegen, ja, sich Gedanken zu machen über das schöne Edelmetall, Gold und Silber und warum und wieso. Das werde ich jetzt in diesem Video mal aufklären und euch, liebe Zuschauer, eine Idee mitgeben, wie krass eigentlich dieses Thema Edelmetalle, ja, in der Welt der Menschen wirklich vertreten ist. Ihr dürft also sehr gespannt sein. Thema Dollar. Also wer sich mit dem Thema Dollar beschäftigt, der weiß, dass es den Dollar ja schon länger gibt. Das ist ja keine Währung, die es so wie den Euro vielleicht jetzt ein, zwei Jahrzehnte gibt, sondern den gibt es ja schon Jahrzehnte länger sozusagen. Und in faszinierender Weise muss man sagen, dass auch der Dollar und die Dollarscheine, die auch schon älter sind, immer noch ihre Gültigkeit haben. Ja, also warum auch nicht? Also die sind ja sozusagen nie aus dem Verkehr gezogen worden, sondern halt einfach nicht mehr nachgedruckt worden. Da habe ich was ganz Spannendes für euch. Guckt mal, wer kennt ihn nicht? Den Dollarschein, ja? Aber das ist ein ganz besonderer Dollarschein, liebe Freunde. Und mit diesem Dollarschein möchte ich nochmal verdeutlichen, wie sehr und wie krass dieses Thema Edelmetalle, ja, in Wirklichkeit vertreten ist. Ich sagte ja, in Gold we trust. Das stimmt zwar nicht direkt. Jetzt muss ich kurz warten. Jetzt kommt wieder natürlich ein Wind, weil ich drehe das Video schon zum 10. Ihr seht schon, es ist gar nicht so leicht, ein Video in der Natur aufzunehmen. Scherz beiseite. Dieser Dollarschein. Also es gibt tatsächlich ein Mysterium über die Dollarscheine. Es steht zwar nicht in Gold we trust drauf, aber schaut mal, ich gehe mal näher in die Kamera, was da drauf steht. Seht ihr das? Kann man das gut erkennen? Ja, richtig, liebe Leute, da steht ein Silberdollar. Das ist tatsächlich so, ja. Und hinten drauf sieht er ganz anders aus wie der aktuelle Dollarschein. Moment, ich muss mal so das irgendwie so hinkriegen, dass es mir nicht andauernd verweht. So, schaut mal, was da drauf steht. Da steht nichts von In God We Trust. Dieser Dollarschein ist immer noch gültig. Ja, dieser Dollarschein ist von 1928. Ja, liebe Freunde, also der ist fast 100 Jahre alt, dieser Dollarschein. Und da steht drauf, ich lese es mal vor, Series of 1928, One Silver Dollar, Payable to Bearer on Demand. So der Spruch. Washington DC, 1928. Seriennummer etc. und so weiter. Und dann hier noch ein Zertifikat. Das Zertifikat gilt quasi für, ja, die entsprechende gleiche Menge an Rohsilber. Das bedeutet, bis 1969, um genauer zu sein, konnte man diese Silberdollars hier, ja, 1:1 für den gleichen Gegenwert an Gewicht in Rohsilber umtauschen. Das war tatsächlich so, liebe Freunde. Man konnte genau diese exakte Menge an Dollarscheinen in die gleiche Menge an Rohsilber umtauschen. Und dieses Land, die USA, um sich es da handelt, war so sehr davon, von diesen Edelmetallen überzeugt, dass sie es, wie gesagt, auch eiskalt direkt auf ihren Dollarscheinen draufgeschrieben haben. Ja? One Silver Dollar.
Daraus haben sie kein Geheimnis gemacht. Bis 1969, wie gesagt, konnte man diese Dollarscheine in die dementsprechende Menge an Silber oder auch in Gold umtauschen. Ja, 35 US-Dollar für eine Unze Gold sozusagen. Bis dann 1971, 72, ich meine 71, ich habe es jetzt nicht mehr ganz genau im Kopf, der Goldstandard, ja, den kennt ihr ja alle, von Richard Nixon mehr oder weniger sozusagen aufgehoben wurde. Bretton Woods etc. Kennt ja der ein oder andere diese schöne Geschichte, der sogenannte Nixon-Schock. Warum ist mir das jetzt so wichtig, das nochmal hier in die Kamera zu quatschen? Liebe Freunde, wenn ein ganzes Land über Jahre hinweg, das möchte ich nochmal gesagt haben, sogar auf ihren eigenen Dollarscheinen draufschreibt, dass die Scheine mit Gold und Silber gedeckt sind, ja, dann hat eine Währung bis zu diesem Zeitpunkt eine ganz andere Wertstabilität. Das war ja auch so. Denn circa bis jetzt hat der Dollar ungefähr 95% an seiner Kaufkraft eingebüßt, muss man sagen. Das war vorher nicht so, ja. Da war die gleiche Menge exakt gedeckt mit Silber und Gold. Wie gesagt, deswegen steht es auch auf diesen Dollarscheinen drauf. Also das ist auch kein Hawaii-Dollar oder so, weil die gibt es auch in Hawaii. Dann sieht man nämlich hier, Moment, ich muss mal gucken, auf der linken Seite von euch aus gesehen, würde dann Querstrich nochmal Hawaii drauf. Also die gibt es auch in Hawaii, da gibt es auch Silberdollar, die sind noch wesentlich älter, von bis vor dem 19. Jahrhundert, 1988 etc. Da war dann zum Beispiel hier nicht George Washington drauf, sondern der amerikanische Adler. Ja, der amerikanische Seeadler war hier drauf. Sind sehr, sehr schwer zu haben. Diese Scheine hier, die kann man relativ leicht eigentlich noch finden. Man muss halt gucken, je nach Zustand. Wie gesagt, worauf ich dann nochmal hinaus will, das ist der Beweis, liebe Freunde, der unwiderrufbare Beweis, dass sogar ein ganzes Land nicht kurz und nicht irgendwann so sehr an Edelmetalle geglaubt hat, dass es, wie gesagt, sogar auf ihre eigene Währung draufgeschrieben hat. Und das soll euch nochmal eine Idee mitgeben, dass Edelmetalle deswegen meiner Meinung nach in das Portfolio eines jeden Menschen in einer gewissen Menge, in physischer Form natürlich, reingehört, liebe Freunde. Ja? Denn letzten Endes ist das der letzte Anker oder der letzte Rettungsanker, wenn tatsächlich mal eine Währung abschmiert. Heutzutage ist das nicht mehr so. Heute steht nicht mehr One Silver Dollar oder irgendwas mit Silberzertifikat auf den Dollarscheinen. Ja? Mittlerweile ist auch die Rückseite anders geschaltet von dem Dollarschein. Da seht ihr dann diese Pyramide, das Auge, One in God We Trust etc. und so weiter. Wie gesagt, das gab es früher auf den Dollarscheinen so nicht. Da sah der dann so aus. Ja? Liebe Freunde, das ist mir nochmal wichtig, euch diese Idee mitgegeben zu haben, also das euch nochmal gesagt zu haben, dass Gold und Silber so eine extreme, magische, krasse Kraft ausgestrahlt hat, dass es sogar ein ganzes Land als essentiell erachtet hatte, eben das sogar auf den Dollarscheinen drauf zu schreiben, liebe Freunde. Und das ist letzten Endes auch für mich und vielleicht für euch auch der Beweis dafür, wie wichtig Edelmetalle wirklich sind, ja, und wiederum aber auch der Beweis, wie wertlos mittlerweile die Währungen sind, ja, weil wie gesagt, es steht nicht mehr auf den Dollarschein und auf den Euroschein ja sowieso nicht drauf, dass sie mit irgendwas hinterlegt sind. Insofern haben diese Euroscheine oder auch insbesondere die Dollarscheine keinen gedeckelten keine Wertstabilität, keinen intrinsischen Wert mehr, ja? Weil dahinter kein Sachwert mehr steht. Das war nämlich der Grundgedanke der Dollarscheine oder der Währungen oder der Schuldverschreibungen. Das sind ja gewissermaßen Schuldscheine, ja? Also die Regierung stellt euch garantiert gewissermaßen, ja, dass der Wert, der da draufsteht, auch der Wert ist. Ja? Das kann sie aber nicht mehr garantieren, weil wie gesagt, die Scheine mit nichts mehr gedeckt sind. Das war der Grundgedanke einer Währung, liebe Freunde. Ja? Dass man sozusagen mehr Geld ausgeben konnte, weil man wusste, dass man für eine ganze Bevölkerung nicht alle Scheine oder alle Münzen in Gold prägen konnte, weil es so viel Gold theoretischerweise für Millionen von Menschen gar nicht gibt. Also hat man eben diese Dollarscheine ausgegeben, wo dann zum Beispiel drauf stand One Silver Dollar, ja, oder gedeckt mit 35 US-Dollar für eine Unze Gold etc. und so weiter. Das war der Grundgedanke einer Währung, liebe Freunde. Und noch einmal, dieser Grundgedanke
Bretton Woods, Nixon-Schock etc. und so weiter ist seit dieser Zeit komplett verloren gegangen. Das heißt, diese aktuellen Währungen sind mit nichts mehr gedeckt. Und dadurch, dass sie mit nichts mehr gedeckt wird, aber immer mehr und mehr und mehr nachgedruckt wird und immer mehr in den Markt gepumpt wird, verlieren sie an Wertstabilität. Ja? Das nennt man dann die Kaufkraft. Und ich sagte ja schon des Öfteres in meinem Video, normalerweise müsste man auf einen 100-Dollar-Schein ein Strichtuch machen und 5 Dollar raufschreiben, dann hättet ihr den aktuellen Kaufwert eines 100-Dollar-Scheins. Beim Euro-Schein müsste man zum Beispiel beim 100-Euro-Schein die 100 durchstreichen und 25 hinschreiben. Dann hättet ihr die aktuelle Kaufkraft eines 100-Euro-Scheins, eben 25 Euro. Das resultiert eben auch daraus, ja, weil eben immer mehr und mehr Geld in den Markt gepumpt wird, was aber faktisch, praktisch mit nichts mehr hinterlegt ist, sondern einfach nur ein Wertversprechen einer Bank oder in dem Fall einer Regierung. Und das, liebe Freunde, wie wir ja aus der Geschichte gelernt haben, heißt leider Gottes oftmals einfach gar nichts. Insofern sollte sich das wirklich jeder überlegen. Und gerne auch mal bei eBay oder wo ihr auch wollt, ja, einfach mal nur euch diese Dollarscheine vergegenwärtigen, selbst mal anschauen, diese Silberdollars, ja, wir reden hier nicht von den Silberigel oder von den Morgendollar oder Peace-Dollar, sondern wir reden hier von den Dollarscheinen, liebe Freunde. Das stand auf den Dollarscheinen. Insofern, wenn euch das Video gefallen hat, gerne kommentieren, wie ihr das seht, dann lasst mir einen Daumen in nördlicher Richtung da, nördlicher Richtung, ja, Abo nicht vergessen und Glocke drücken, dann bekommt ihr auch jedes Video mit und dann sage ich herzlichen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Ciao.